Servus und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind hier noch in der Wildnis, haben in der letzten Folge den Verrat von Taryn Logan miterlebt und wir wurden gerettet von Flemeth, von Morrigans Mutter, haben ein schönes, interessantes Gespräch geführt mit allen und jetzt sind wir daran, die Wildnis zu verlassen. Ich habe hier nochmal die Taktikfelder, hoppla, das waren sie nicht. Hier, das ist es. Die Taktikfelder ein bisschen eingestellt, einfach auf die Vorgaben und Alistair ein bisschen tanky, Morrigan ist Vernichter und das passt erstmal. Ich ändere das nachher vielleicht noch ein bisschen, wenn wir ein paar mehr Felder haben. Aber ich denke mal, für den Anfang ist das ganz gut und jetzt speichert das Spiel nochmal und jetzt schauen wir weiter und wir können eigentlich nur nach Lothering in das Dorf, das Morrigan gemeint hat. Oh, okay. Ah, ich weiß, was jetzt kommt, glaube ich. Hoffe ich. Oder auch nicht. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostaga verloren haben. Und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten. Aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostaga? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät! Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Hey, Hundi! Na komm her! Du bist ein Feiner, ja! Oh, er hat ein paar Freunde mitgebracht. Von wegen. Weg von meinem Hundefreund. Stützt sich gleich auf alle. Oh. Okay. Boah, etwas viele. Vielleicht sollte lieber Alistair vorgehen. Wir haben noch ein paar Säurebomben. Ich hoffe, die machen mir nicht auch. Ich glaube, ich habe mir gerade selber Schaden gemacht. Die machen also doch der Gruppe Schaden. Ich sehe ich nämlich, ich habe noch die. Okay, war eine schlechte Idee. Oh, ich geh mal raus da. Ah, das macht also echt Schaden. Das ging mehr als gut. Er wedelt glücklich mit dem Schwanz und hechelt. Oh. Die dunkle Brut hatte ich doch nicht verletzt, oder mein Junge? Uäh, ich hasse Hunde. Kusch, geh weg. Nein, unser Zwerg Turak ist ein Hundefreund. Ich glaube, das ist der Mabari, bei dessen Heilung ich in Ostaga geholfen habe. Ja,
den Hund streicheln. Na komm. Ich glaube, er ist hier, um nach euch zu suchen. Er hat euch auserwählt. Mabari verhalten sich so. Man nennt das Prägung. Soll das heißen, dass uns dieses räudige Vieh jetzt überall hin folgt? Na, großartig. Er ist kein räudiges Vieh. Morrigan ist offensichtlich kein Hundemensch. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich mag Hunde trotzdem. Ich wollte schon immer so einen Hund haben, vielleicht ist es ja Schicksal. Aber ich will keinen Hund, die Verantwortung ist mir zu groß. Ach, die Verantwortung ist uns zu groß. Aber im Alleingang als grauer Wächter das Land retten, das ist uns nicht so groß. Wenn er euch gefällt, könnt ihr ihn gerne haben. Er kann mitkommen, aber weh, er macht sich nicht nützlich. Ja, ich wollte schon immer so einen Hund haben. Vielleicht ist es ja Schicksal. Genau. Oh Gott, ne Namen. Ja, das habe ich ganz vergessen. Mein Gott. Da könnte ich jetzt bestimmt einige Minuten davor sitzen. Bello oder... Nein, das sind zu normale Namen. Ich glaube, der Hund gräbt auch gerne, oder? Zumindest unser Hund. Nennen wir ihn Schaufler. Ist das ein blöder Name? Ich bin mir nicht sicher. Oder Beißer. Oder Stinker. Nein, er stinkt nicht. Ach, komm her. Du bist Schaufler. Nee, oder? Ich kann mich da immer nicht recht entscheiden. Ach, komm. Schaufler. Neuer Codex-Eintrag. Yay, so eine kleine Geschichte. Okay. Haben wir hier alles? Nein, noch nicht ganz. Ich glaube, das ist sonst noch irgendwas. Todeswurzel. Gerne doch. Her damit. Ich glaube, die ist zum Giftbrauen, was wir auch können. Apropos. Was können wir denn überhaupt machen? Ah, wir haben kein Giftextrakt. Aber wir haben ein Fläschchen. Ey. Todeswurzelextrakt hatte ich schon mal gefunden. Ah, wir könnten einen Todeswurzelextrakt herstellen. Das würde uns das Inventar etwas mehr öffnen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Fläschchen noch für was anderes brauche. Lassen wir mal. Im Moment haben wir noch Inventarplatz. Einen Gegenstand, glaube ich. Oder ist es... Nee, es ist voll. Es ist tatsächlich voll. Okay. Dann ziehen wir mal weiter, würde ich sagen. Unserem neuen Hundefreund. Mit Schaufler. Das ist doch ein guter Name für einen Hund. Hunde graben gern. Zwar nicht mit Schaufeln, aber ihr wisst, was ich meine. So. Auf nach Lothering. Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Seltsamerweise werden sie von einem Zwerg angeführt. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Na, vergiss es, ich brauche meine Kohle. Jeden Kupferling brauche ich. Ihr solltet auf euren Freund hören, wir sind keine Flüchtlinge. Dann seid ihr also Zolleintreiber? Ob das wohl sarkastisch gemeint ist oder ernst, diese Antwort? So viel Geld habe ich nicht. In Ordnung, hier habt ihr 10 Silberlinge, Entschuldigung. Ihr solltet auf euren Freund hören, ja. Er macht keinen klugen Eindruck. Allgemein, aber in der Sache ist er schlauer als der Anführer. Was habe ich dir gesagt? Keine Wagen. Und der hier scheint bewaffnet zu sein.
Der Wegzoll gilt für jeden, Hanrik. Deshalb nennt man es Wegzoll und nicht, sagen wir mal, Flüchtlingsabgabe. Oh, ich verstehe. Selbst wenn ihr kein Flüchtling seid, müsst ihr dennoch bezahlen. Ja, okay, ich nehm's zurück. So schlau ist er auch nicht. Vergiss das, ich bezahle nicht. Das seid ihr also Zolleintreiber, so viel Geld habe ich nicht. Dann seid ihr also Zolleintreiber? Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbesten Zustand, oder was meint ihr? Ihr repariert den Hochweg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann solltet ihr vielleicht mehr verlangen. So viel Geld habe ich nicht. Ihr repariert den Hochweg? Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Versteht ihr? Halt den Mund. Selbst ein Genlock hätte das kapiert. So viel Geld habe ich nicht. Oh, jetzt können wir nur noch das nehmen. Okay, ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Ihr könnt es gerne versuchen. Wollt ihr wirklich gegen einen grauen Wächter kämpfen? Da können wir sie einschüchtern. Ja, probieren wir das Hat mal. Hat er gesagt, er sei ein grauer Wächter? Einer von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taryn Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz Unrecht. Vergessen wir den Wegzoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Ja, da sind wir wohl als Königstöter verschrien worden. Angeschwärzt worden von Loghain wahrscheinlich. Zu freundlich von euch. Ihr solltet diese Liste noch hinzufügen, dass ich Banditen unschädlich mache. Loghain, wisst ihr, die Grauen Wächter könnten eine Spende vertragen. Ach, wisst ihr was? Eigentlich könnten wir wirklich eine Spende vertragen. Was ihr nicht sagt. Die sind wirklich gut, Boss. Vergiss das nicht. Gut, in Ordnung. Wie wär's mit 20 Silberlingen? Das ist alles, was wir heute gesammelt haben. Ich habe meine Meinung geändert. Angreifen, ich fürchte, das reicht nicht. Ach ja, komm. Selbst wenn sie nicht alles haben, ist egal. Wir müssen ihnen noch nicht alles abnehmen. Aber jetzt sehen sie mal, wie das ist so ungefähr. Ich glaube nicht, dass sie sich dadurch anders überlegen, auch andere Reisende nicht zu plündern. Aber vielleicht können wir sie von hier verscheuchen. Das passt schon, danke. Dann nehmt es. Genießt euren Aufenthalt in Lothering und so. Ach, die bleiben hier. Was benötigt ihr? Eigentlich nichts. Ich wollte die eigentlich hier loswerden. Oh, ihr seid zurück. Ich war der Meinung, wir hätten uns nett und freundschaftlich mit euch Wächtern geeinigt. Ja, aber da zusätzlich solltet ihr euch noch verdünnisieren. Ich habe ein paar Fragen beantworten. Ich befreie die Welt von euch. Fragen wir sie erst und dann vertreiben wir sie. Wir wissen doch nichts. Wir begrüßen doch nur Reisende. Eigentlich sind es eher Flüchtlinge. Ja, von mir aus Flüchtlinge. Das Leben ist für niemanden einfach. Aber das muss euch graue Wächter ja nicht kümmern. Doch. Ihr habt etwas darüber gesagt, dass graue Wächter den König getötet hätten? Genau, Alle reden darüber, dass die grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Taryn Loghain konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Ja, das hat sich Loghain so gedacht. Diese Made. Aber wir werden ihn noch eines Besseren belehren. Tja, ich habe meine Meinung geändert. Ich gehe. Jetzt wissen wir eigentlich alles, was wir wissen wollen. Schauen wir mal, ob wir sie vertreiben können. Gut, wir wollen keinen Ärger. Wir werden gehen. Danke, dass ihr uns verschont. Der Unterton in seiner Stimme. Aber du hast gesagt, diese Flüchtlinge seien leichte Beute. Woanders sind unsere Chancen noch besser, du Trottel. Es ist Zeit zu gehen. Ja, vielleicht hätten wir sie unschädlich machen sollen. Wäre vielleicht wirklich besser gewesen, weil ich dachte mir schon, dass sie irgendwo anders hinkommen. Ein toter Templer. Medaillon eines Ritters. Dieses goldene Medaillon enthält auf der Innenseite das kleine Porträt einer hübschen, braunhaarigen jungen Frau. Man kann nicht sagen, wer sie gewesen sein mag, aber klar ist, dass der Besitzer des Medaillons tiefe Gefühle für sie gehegt hat
und eine Notiz. So, gut, dass wir Quest-Sachen noch annehmen können, auch wenn das Inventar voll ist. Ich brauche dringend eine Tasche oder einen Kaufmann. Was steht denn hier? Eine Nachricht von Sir Henrik. Viele meiner Rittergefährten haben nach der Urne gesucht. Einer von ihnen muss Bruder Genitivi mittlerweile gefunden haben. Doch bis ich erfahre, dass alles in Ordnung ist, muss ich wie geplant weitermachen. Bruder Genitivi ist der Schlüssel zur Urne der Heiligen Asche. Das wussten wir schon immer, aber ich glaube, dass ich jetzt auch weiß, wo er sich aufhält. Ich war in seinem Haus in Denerim und habe dort seine Spur aufgenommen. Mich überrascht, dass andere Ritter das nicht getan haben, aber vielleicht haben sie es ja. Nein, ich sollte keine Verschwörungstheorien aufstellen. Sir Donald wartet in Lovering auf meinen Bericht. Ich muss umgehend dorthin und ihm meine Ergebnisse mitteilen. Sollte jemand diese Zeilen finden, bitte ich nur darum, dass er von meinem Schicksal in Kenntnis gesetzt wird. Hoffentlich kann er vollbringen, woran ich gescheitert bin. Eine Nachricht von Sir Henrik von Redcliffe. Okay. Genitivi, war das nicht der Mönch oder der Missionar, den wir in der Wildnis gefunden haben? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der hieß, aber ich dachte, ich glaube Genitivi. Die Templer sind also auf der Suche nach der Urne der Heiligen Asche. Was irgendwas mit der Kirche zu tun hat, falls ich mich recht erinnere. So, den Bergkristall können wir mitnehmen, Fallenauslöser nicht. Oh, wir kommen nochmal her. Kein Problem. Erst einfach mal einen Kaufmann finden. Okay. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Ja, wir werden so viel Spaß zusammen haben auf dieser Reise. Kommt zum Punkt. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen, Alistair? Ihr wart sehr schweigsam, Alistair. Lasst ihn in Ruhe, Morrigan. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Ich werde darüber nachdenken, lass uns jetzt einfach gehen. Vielleicht sollten wir versuchen, diese Verträge einzusetzen. Wir müssen erst über die aktuellen Entwicklungen Bescheid wissen, ehe wir eine Entscheidung treffen. Ja, wäre nicht ganz schlecht mit diesem Kopfgeldkram und so. Der betrifft uns ja doch sehr. Habt ihr diesbezüglich einen Vorschlag, Alistair? Ja, fangen das wir mal. Das wird sicher gut. Ich halte den Vorschlag von Flemeth für den besten. Diese Verträge. Habt ihr mal einen Blick darauf geworfen? Nein, noch nicht. Wir haben Verträge für drei Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Okay, das überlege ich mir, während wir unterwegs sind. Dann müssen wir diese Leute finden. Gibt es eine Möglichkeit, mit den grauen Wächtern Kontakt aufzunehmen? Ja, gute Frage. Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken, aber das ist tausende von Meilen entfernt. Ich dachte, in anderen Ländern, ich weiß gar nicht, in den Nachbarländern gibt es auch graue Wächter, weil wir sind doch nur die grauen Wächter von Ferelden. Dann würde ich sagen, holen wir doch einfach die anderen Wächtern. Weil die dunkle Brut wird ja nicht nur Ferelden befallen. Auf Dauer. Naja, auf jeden Fall zu weit entfernt. Na gut, verstanden. Dann müssen wir diese Leute finden. Warum überlasst ihr das alles mir? Was sollen wir eurer Meinung nach tun, Morrigan? Fragen wir mal sie. Folgt dem Feind. Findet Loghain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Ja, damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die dunkle Brut uns verspeist. Jep, das kann natürlich sein, aber Loghain jetzt gleich anzugehen, ich weiß nicht so recht.
Ich bin bereit aufzubrechen, da müssen wir diese Leute finden. Brechen wir einfach auf. Also gut, wir können das Lager abbrechen. Und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Was denn für ein Lager? Ist ja nicht so, dass wir hier kampiert hätten oder so. Es sind schon ganz viele Flüchtlinge angekommen. Oh, ein Huhn. Wir könnten uns ein Huhn braten. Wahrscheinlich würden die... Aber selbstverständlich. Die Besitzer das nicht so gerne sehen. Oh, hier ist auch ganz viel Zeug. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaufmann. Ich hoffe, wir finden hier auch irgendwo einen. Ihr da! Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Ist das Zieht so? Weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Auch nicht so negativ. Irgendwann wird es wahrscheinlich überrannt werden. Was meint ihr damit? In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Haltet ihr mich davon ab, hineinzugehen? Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ich bin nur hier, um nach dunkler Brut Ausschau zu halten. Ich meine es nicht böse, aber bitte fragt jemanden im Dorf. Der Ban ist mit Taryn Logan nach Norden gezogen. Lothering ist also sich selbst überlassen. Die meisten Leute wenden sich an die älteste Miriam. Ihr könntet aber auch mit Sir Bryant in der Kirche sprechen, nehme ich an. Es ist eure Entscheidung. Okay. Ich halte hier nur Wache. Alles klar. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Ja, aber nicht... deine Art von Geschäftssinn. Die will ich hier nicht fördern. Regelt eure Probleme selbst. Ich will mich nicht einmischen. Warum sollte ich euch helfen wollen? Streicht den Zusatz kleinen, dann werde ich darüber nachdenken. Sind die Leute etwa verärgert, weil ich Geschäfte machen wollt? Ja, warum soll ich denn euch helfen wollen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Ist klar. Ich bin nicht interessiert. Könnt ihr dieses Angebot überbieten, Schwester? Habt ihr nicht den Eindruck, dass ihr etwas skrupellos vorgeht? Ich glaube, das dürfte ihm ziemlich egal sein, aber wir können es mal probieren. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Eine schöne Zeit zu gehen, Priesterin. Überring, ihr könntet doch einfach einen Kompromiss finden und trotzdem noch Profit machen. Einschließlich, also 60 eure Preise oder ihr verliert eure Waren. Versuchen wir es mal mit überreden. Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Morgan ist dagegen. Hoppla.
Egal. Was soll's. Ein Froststein, yay, den wir nicht mitnehmen können. Können wir jetzt bei ihm was kaufen? Ja, ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. Nein, eigentlich nur verkaufen. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. Was, wenn doch? Ich dachte, für uns gelten die normalen Preise. Also die teureren. Naja. Verletzungsausrüstung, das haben wir alles selber. Hurtigkeitssalbe. Okay. Rezept für ein paar Bomben. Benötigt verbesserte Giftherstellung. Damit können wir jetzt eh noch nichts machen. Ist da überhaupt was, was ich haben möchte? Oh, das können wir uns alles eh nicht leisten. Nee, dann verkaufen wir einfach nur ein bisschen was. Von dem will ich mal nichts verticken. Aber hier könnten wir ein bisschen was... Schwachen Wärmebalsam zum Beispiel. Weg damit. Zauberbuch der Eiswüsten. Hunderte von grauenhaften Geschichten, die beschreiben, wie die Barbaren der Eiswüste in ihrer eisigen Heimat weit nördlich von Ortland überleben. Die Verfasser hoffen, dass ihre Erzählungen den Lesern in Zeiten der Not weiterhelfen oder dass sie zumindest unterhaltsam finden. Benutzen. Der Leser dieses Buch erhält ein oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Na wahr, wird es nutzlos. Okay, ich glaube, das ist dann von den Sondergegenständen. Ein Fertigkeitspunkt mehr oder so macht jetzt das Spiel auch nicht gerade zum Cheaten, finde ich. Wenn wir jetzt 10 von den Dingern hätten, also das könnten wir verwenden, dann hätten wir auch ein bisschen mehr Platz. Ein Rinderknochen, der ist für unseren Hund. Silberarmband. Oh Gott, für wen ist das nochmal? Stammeshalskette haben wir auch noch. Schau an. Rubin. Smaragd. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Edelsteine brauche, aber ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Flussspat ist, glaube ich, eh nicht so viel wert. Weg damit. Granat. Bergkristall. Ja, der weiß ich jetzt nicht. Ob das Buch hier einen Inventarplatz verbraucht, weiß ich auch nicht, aber das ist ja von dem No Helmet Mod. Ich glaube, den Rubin und den Smaragd verticken wir auch mal und Malachit. Ja, komm. Auch weg. Ich glaube, wir finden ja wieder Jade. Wenn ich jetzt auch gerade nicht weiß, was uns Edelsteine bringen oder ob ich die aufheben sollte. Gedächtnisring. Was bringt denn ein Gedächtnisring? Ich schau doch mal nach. Entweder schreibt ihr mir es in die Kommentare, wenn das jemand weiß. Weil der hat ja überhaupt nichts. Und ich glaube, das war auch so ein Sondergegenstand. Deswegen... Und der ist auch null wert. Das ist ein komisches Item. Ich behalte es jetzt einfach mal. Dann haben wir noch einige Amulette. Könnten wir vielleicht Morrigan geben und einiges an Rüstung. Aber ich glaube, das, was ich habe, ist besser. Ja, Lederhelm, weg damit. Soldatenhelm könnte ich vielleicht für Alistair gebrauchen. Lederhandschuhe sind genauso gut wie die, wo wir jetzt haben. Noch schlechter. Ah, die Kettenrüstung, Bänderrüstung weiß ich jetzt nicht, Schuppenrüstung. Auch weg. Halt des Verzauberers, das wäre vielleicht was für Morrigan. Nietenbesetzte Lederstiefel. Nope, weg damit. Kettenrüstungsstiefel auch weg. Auch nicht gerade besser hier. Kettenrüstung. Graueisen. Bänderrüstung. Ich glaube, Bänderrüstung ist besser, oder? Auch nicht wirklich. Beides gleich. Ich lasse mal eine da für Alistair vielleicht. Mal schauen. Kleiner Schild. Weg damit. Rekrutenschild der Wächter. Der wäre vielleicht was für Alistair. Weil das, glaube ich, hier kann er noch nicht ausrüsten. Aber zur Aegis. Chase and Robe. Schülerkapuze. Stoffhelm. Großer, klarer Blitzkristall. Großer, fehlerhafter Blitzkristall. Der ist auf jeden Fall besser. Den fehlerhaften können wir dann entsorgen, glaube ich. Und das ist für unseren Hund. Ah, genau, das können wir auch gleich ausrüsten dann. Oh Gott, und hier ist noch ganz viel Waffenzeug. Flachklänge, ausbalanciertes Großschwert. Das hauen wir mal weg. Die Dolche sind, nee, auch nicht wirklich besser. Weg damit. Streitkolben. Na. Ah. Bogen der Wildnis, den heben wir mal auf. Aber den Kurzbogen können wir, glaube ich, entsorgen. Und den Langbogen lasse ich jetzt mal drin. Und die Armbrust lasse ich jetzt auch mal drin. Und dann haben wir eh wieder ein bisschen Platz.
Und ansonsten... Ach ja, das Buch. Falsch. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Buch. Benutzen. Nein? Mach ich irgendwas falsch? Muss ich das zumachen? Oh, okay, jetzt. 3 Punkte mehr. Auch nicht schlecht. Konstitution und, Klugheit? Ja. So, wäre das auch weg? Dann würde ich sagen, Morrigan, wo ist sie denn? Schauen wir erstmal bei Alistair wegen seiner Rüstung. 1,50, der ist total wirklich besser, aber er hat auch mehr Erschöpfung und er hat Verteidigung. 3, das hat er nicht, aber... Lassen wir ihm mal den Helm fürs erste. Bänderrüstungshandschuhe, die sind wirklich schlechter. Bänderrüstung, auch schlechter. Rekrutenschild der Wächter, das glaube ich können wir auch wegtun, außer dass es... das rentiert sich nicht. Jo, dann verkaufen wir die Rüstungsdinger noch und dann schon mal kurz zu Morrigan. Die hat schon mal einiges an Plätzen frei. Halt des Verzauberers. Yep, kriegt sie total. Chase and Robel. 6 Verteidigung. Ja, ich glaube, ich lasse Morrigans Robe erstmal. Die kann sie behalten, dann verkaufen wir das Ding. 1 Willenskraft, 5 mentale Widerstandskraft. Geben wir ihr mal... Oh, das ist eh besser hier. Aber da kommt das No-Helmet-Book zum Einsatz. Das sieht furchtbar aus. Es geht, aber nicht gerade das Modischste. Ah, Verlobungsring der Dalish. 15 erfallende Effekte. Gesundheits-Naturresistenz. Plus 1 Rüstung. Plus Feuerschaden, plus Naturschaden. Oh, das ist gut. Das ist, glaube ich, für Magier. Ach, das muss das ersetzen. Was hatte sie denn da drin? Wildsteinspange, Willenskraft. Okay. Ach, das ist auch eine Halskette. Okay. Dann kriegt sie einfach noch die Ringe hier. Ach, der macht nichts. Na gut. Einen Gürtel haben wir nicht mehr. Nope. Aber ein Stab. Stab. Genau. 1 Magie. Plus 5 Geistscham, plus 1 Zauberkraft. Auch nicht verkehrt. Stab des Akolyten. Na, nicht wirklich. Nicht wirklich. Verkaufen wir noch ein bisschen Zeug. Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. Oh, und wir sollten schauen, vielleicht hat er ja noch Rucksäcke. Habe ich gar nicht geschaut. Aber ich glaube nicht wirklich. Wein. Oh, ein Geschenk. Für 24 Kupfer. Ach, das kaufen wir. Her damit. Das können wir uns leisten. Geschenke kaufen wir doch. Hurtigkeitssalbe. Andere. Das passt schon soweit. Verkaufen. Habe ich da gesagt, ich will was verkaufen? Bin mir gar nicht sicher. Eid des Wächters. Plus 2 Konstitution. Behalten wir trotzdem erstmal, aber ein Rekrutenschild weg, die Bänderrüstung weg. Soldatenhelm kann auch weg. Das Zeug auch hier weg. Yep. Oh, und unser Hund, der kann auch noch was bekommen. Den Stab weg. Die Schneide. Dolch. Okay, den können wir aber noch nicht führen. Schade. Unser Hund bekommt noch eine kleine... Schaufler, da ist er ja. Kriegsbemalung. Yay. Sehr cool. Oh, ein Halsband könnte er auch noch ausrüsten, wenn wir dann eins hätten. Aber das passt erstmal fürs Erste, würde ich sagen. Dann glaube ich, mache ich hier Schluss. Die Folge, glaube ich, war erstmal lang genug. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier das Dorf Lovering etwas genau unter die Lupe nehmen. Bis dahin, macht's gut und schönen Tag. Bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und da gräbt er schon. Guter Schaufler. Ciao.